Hallo, in diesem Video sehen wir uns Präpositionen, Artikel und Konjunktionen an. Das ist der dritte Teil der Geschichte. Zuerst der Text. Punkt, 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 er all, Punkt, 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 gelesen hat, nimmt er kurz, Punkt, 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 er, Punkt, 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 Bus, Punkt, 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 steigt all, Punkt, 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 seine Sachen, Punkt, 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 Hand und steht, Punkt, Punkt, Punkt. Er wartet, Punkt, 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 Tür, Punkt, 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 der Bus hält. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. vor, B. an, C. E, D. ES, E. auf, F. in, G. der, H. die, I. wenn, J. bevor, K. bis und L. aus. Setzen wir ein. Wenn er alles gelesen hat, alles, Akkusativ, wenn er alles gelesen hat, nimmt er kurz bevor er aus dem Bus, aus dem Bus Dativ, aussteigt alle seine Sachen in die Hand und steht auf. Aufstehen ist ein trennbares Verb, so wie aussteigen. Er wartet an oder vor der Tür, an oder vor der Tür, Dativ, bis der Bus hält. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wenn er alles gelesen hat, nimmt er kurz, bevor er aus dem Bus aussteigt, alle seine Sachen in die Hand und steht auf. Er wartet an oder vor der Tür, bis der Bus hält. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werdet. Bis dann und jetzt die Wiederholung.